Der Radha Gopinath-Tempel wurde 1986 von Swami Radhanath gegründet. Der aus rotem Sandstein gehauene Tempel liegt im Stadtteil Chaupatti und wird täglich von vielen Gläubigen besucht. 1994 trat der Tempel der Hare Krishna-Bewegung bei und ist inzwischen bekannt für den Wert der Gemeinschaft. Für seine Anhänger ist Krishna die Inkarnation des Höchsten. Die Krishna-Religiosität ist ihrem Wesen nach besonders emotionale, religiöse Hingabe. Ausdrucksformen sind die Verehrung des Göttlichen im Bild, religiöse Gesänge und Lesungen aus der Bhagavad Gita. Angegliedert ist ein kleiner Tempel, der den Herrn Vishnu Narayan, dem Bewahrer, und seiner Gemahlin Lakshmi, der Göttin des Wohlstands, gewidmet ist. Im Garten des Tempels findet man noch einige andere Persönlichkeiten aus der geistigen Welt ausgestellt.